Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. An dieser Stelle geht es um eine Speed-Metal-Band aus Kolumbien. Und zwar um das neue Album der Band Revenge, Trust in Metal. So heißt das Ganze, so sieht das Ganze aus. Zum genauen Optischen kommen wir noch. Immer der Reihe nach. Es war ein ziemlicher Akt, diese CD zu bekommen. Ja. Ich habe die CD über den hier guten Online-Kumpel bestellt, der halt PayPal hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Page hieß, wie dieser Shop hieß, wo wir das Ding gefunden haben, das Ding. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann halt bestellt und es kam nicht an. Da habe ich die Band mehrmals angeschrieben, in Kommentarform, also unter deren Postings und auch natürlich auch als Privatnachricht. Es kam keine Antwort. Ne? So, und dann habe ich einen der Musiker, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Moment. Ich weiß nicht mehr, welcher von denen das war. Oder ich könnte ja eigentlich mal die E-Mails mal kurz checken, ne? Moment, da müsste ich ja eigentlich dann noch, da steht ja in der Mail meistens der Name. Richtig oder nicht richtig? Ja. Und zwar den Sänger und Gitarristen der Band, Esteban Hellfire Mejia. Ja, genau. Das war mit Sicherheit falsch, aber egal. Und der schrieb mir dann, ja, wegen Corona ist in Kolumbien ein so harter Lockdown, die dürfen nichts rausschicken. Aber er macht jetzt Urlaub in Miami, nimmt die ganzen CDs, die bestellt sind, mit und versendet sie dann von Miami aus. Und dann kam sie halt an. Ne? Hat halt ein bisschen gedauert, aber sie ist jetzt da. Ich habe sie jetzt und ich konnte sie jetzt hören und werde sie jetzt an dieser Stelle reviewen. Also, wie gesagt, Revenge kommen aus Kolumbien, machen Speed Heavy Metal und sind aktiv seit 2002. Da gab es dann ein Jahr später, 2003, das erste Demo und auch eine Single 2004 und das erste Studioalbum heißt Metal Warriors und kam 2005 raus. Dann gab es Speed Metal Overload, eine Single von 2006 und dann nochmal ein Jahr später die nächste Scheibe, Rage and Revenge. Das ist das zweite Studioalbum. Ja, es folgten dann eine Single, eine Compilation und eine EP im Jahr 2008. 2009 kam dann eine Single und ein weiteres Album raus, Death Sentence. Und auch noch 2009 eine EP namens Whipping Death. Und 2010, ein Jahr später, gab es ein Video. Revenge is very good eaten cold. So, ja. Rache ist man am besten, serviert man am besten kalt, nicht? Und dann folgte das nächste Studioalbum, und zwar Nummer 4 dann halt, Metal is Addiction and Obsession 2011. Im Jahr 2012 gab es dann zwei Split-Scheiben und dann auch im Jahr 2012 das nächste Studioalbum namens Vendetta. So, und ich muss jetzt wirklich dazu sagen, auch im Jahr 2013, da gab es nochmal zwei weitere Splits, eine Single, eine EP. Und 2014 ein Live-Album, das ist alles Material, das ich bis heute überhaupt nicht kenne. Und auch nicht habe. Erst 2014 das Album Harder Than Steel. Das habe ich mal zufällig geschossen, weil mir das Cover-Motiv mit diesem geil gezeichneten Cerberus wirklich gut gefiel, auf Rebuy. Recht günstig, glaube ich, sogar war das. Und es ist auch ein sehr, sehr geiles Album und seitdem habe ich mir gedacht, Mensch, von der Band müsstest du dir eigentlich mal mehr zulegen. Ne?
Dann kam allerdings 2017 das Album Spitting Fire raus und das ist mir komplett unterm Radar durchgerutscht. Ja. Das habe ich einfach nie mitbekommen, dass dieses Album rauskam. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. 2019 kam noch eine EP und eine Single und ein weiteres Split und jetzt haben wir 2020 das neue Album Trust in Metal. Ich habe mittlerweile dann halt Revenge mal auch mal auf Facebook gefollowed und das ist halt immer gut, wenn ihr Bands auf Facebook followt, weil ihr dann immer auf eurer Chronik die neuesten Infos zu diesen Bands bekommt. Ja? Deswegen sage ich euch, man kann nicht genug Bands auf Facebook folgen, wenn es dann Bands sind, die man hören mag, natürlich. Ne? Oder auch Labels, folgt auch Labels, auch kleinen Labels. Ja? Weil manchmal seid ihr, ich war teilweise schon überrascht auf kleinen Labels, was dafür Bands landen, von denen du eigentlich dachtest, dass es die gar nicht mehr gibt. Und dann plötzlich kommt noch ein Album von denen. Ich sag nur Wotan. Ja. So. Also, ja, aber jetzt geht's nicht um Wotan, jetzt geht's um Revenge und zwar um das neue Album. So, und kurz zum Line-Up. Ich hatte ja schon gesagt, Esteban, Hellfire, Mejia oder so, an Nico und der Gitarre, seit 2002 dabei, also Gründungsmitglied. Seit 2009 dabei haben wir Daniel Hell Avenger Hernandez. Ja, achso, übrigens, der Hellfire, also der Sänger, war noch bei Bands wie Statistics, Sodomizer und Dirges, die ich nicht kenne. Also ich brauche die anderen Bands auch von den anderen Musikern, die gar nicht vorzulesen. Ich kenne die alle nicht, sehe ich hier gerade. So, dann haben wir noch seit 2014 dabei den Leadgitarrist Nightcrawler, nennt er sich einfach. Und wir haben noch Camilo Hernandez seit 2020 ganz neu dabei am Bass. So, das ist das Line-Up dieser Scheibe. Ich mache mal ein bisschen heller. Pling. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir ein Roundtable und ein paar Ritter. Und einer hebt sein Schwert. Weiß ich nicht, wird da was abgestimmt oder was? Naja, keine Ahnung. Ja? Nettes Motiv. Jetzt nicht ganz so geil wie dieses Cerberus, aber ich vermute mal, dass es derselbe Artist ist. Kann ich ja eigentlich auch mal ganz kurz nachgucken. Es ist ja leicht zu ersehen. Man kann ja hier auf das Album klicken und dann kann man ja auch nochmal im Album auf das Line-Up klicken und dann auf Complete Line-Up und dann haben wir hier Cover Art, genau. Was hat der Gute denn noch so verbrochen? Ja, vieles. Ja, von ihm ist auch das Artwork zu Harder Than Steel. Er hat auch den Cerberus gezeichnet, der gleiche Zeichner, der auch das hier gemacht hat. Ja. So, wieder hell. Hinten drauf haben wir dann hier oben so ein paar einzelne, ne? Hier, die auch hier im Hintergrund zu sehen sind, diese Fackeln da, ne? Und die einzelnen Songtitel, gut lesbar, ja. Innen drin ein recht retro gehalten, schlichtes Labelprint. Einfach dieses, ja, wie eine CD halt aussieht. Und dann so raufgedrückt, so sahen damals viele Thrash-Metal-Alben aus, soweit ich mich erinnern kann. Cool, gefällt mir. Ich mag ja Retro-Style eigentlich ganz gerne mal. Das Booklet gestaltet sich dann wie folgt. Da haben wir immer Bandfotos oder Bandmember-Fotos im Hintergrund so ein bisschen, so halb im Hintergrund, wie man ja hier sieht da, ne? Und dann die Lyrics drauf. War aber alles gut lesbar, ich hatte jetzt keine großen Probleme. Hier haben wir in der Mitte nochmal so ein in grün gehaltenes Bandfoto und ja, viel mehr gibt es da auch nicht. Und hier haben wir nochmal weitere Lyrics und das war's. So, hier nochmal ein kleines Bandfoto und ein paar Notizen, nett. Ist okay, war in Ordnung. Das Album ist auch recht kurz, bisschen mehr als eine halbe Stunde. Moment, ich hab's noch auf, oder? Habe ich es noch auf? Nein, ich hab's nicht mehr auf, Idiot. Ich mach's wieder auf. 33 Minuten 16, ja. Das ist schon ein bisschen kurz, finde ich, aber naja, kurz und knackig halt, ne? So, und dann kommen wir doch jetzt auch mal zum Album, nämlich zum Track-by-Track. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geschaut. Wenn ich eine Playlist finde zu diesem Album, ich habe keine Musikvideos gefunden, das weiß ich genau, aber wenn ich eine Playlist finde, eine offizielle auf YouTube hochgeladene, dann verlinke ich euch die unten, dann könnt ihr euch das selbst anhören. Ja, das Ganze beginnt mit einem Titel, Songtitel, der mich dann schon kitzelt, ja. True Metal. ja, beginnt erstmal mit so ein bisschen Cymbals, also hier, oder Hi-Hats, oder wie sagt man, und dann geht's los, traditionelles Mid-Tempo-Riff, ich dachte erst, okay. Cool, das klingt nach Running Wild vom Sound der Gitarre her und zwar nach 80er Running Wild. Wir haben hier einen sehr trocken, spröden, retro 80s Sound. Das gefällt mir aber ganz gut. Das ist so, ich habe auch das Gefühl, solange wie die Band jetzt schon aktiv ist, ja, sind wir ja auch schon 18 Jahre, ist das auch Absicht, diesen Sound irgendwie umzusetzen. Ja.
So, wir haben rockiger umgesetzte Strophen und dann kommt auch der Sänger zum Tragen. Der hat eine cleane, aber kraftvolle Stimme. Running Wild ist ja schon ganz so ein netter Vergleich, obwohl er teilweise auch in etwas höhere Gefilde geht. Ja, es hat halt einfach eine passende Speed-Metal-Stimme, würde ich sagen. Und wenn ich hier Speed-Metal sage, dann meine ich nicht Plimper, Plimper, Klimper, Klimper, Tralalalalala, hier Freedom Call und Co., sondern ich meine Oldschool Exciter-Style Speed-Metal. Ja, Exciter Agency, was weiß ich, keine Ahnung, so die Richtung halt, ja. So, hört es euch einfach an, wenn ich verlinke euch da. Oder googelt einfach mal Revenge Trusted Metal, da werdet ihr mit Sicherheit auch was finden, ne? So, wir haben hier einen simplen Refrain, der ist allein gesungen. Das war, glaube ich, aber auch schon auf der Harder Than Steel so, dass es da nicht viele mehrstimmig geschautete Chöre gab jetzt, ne? Nicht viele, hier und da, ja, aber ja, es hätte vielleicht ein bisschen mehr Wucht, das Ganze, wenn die Refrains auf diesem Album alle in einem Männerchor vorgetragen werden. Aber naja, gut. Wie gesagt, wir haben diesen Running Wild Gitarren-Sound und der kommt auch zum Tragen im Solo. Das hat mir auch sehr gut gefallen, das Solo. Und am Ende haben wir noch so ein paar True Metal Shouts, also Titelnennungs-Shouts, wenn man so will. Auch alleine, soweit ich mich erinnere, gemacht, aber so ein bisschen aggressiver halt, ne? Und das ist dann auch das Outro für das Stück. Dann kommt Stück Nummer 2, Fight, Wild and Ride. Beginnt direkt mit einem Double Bass Sound und Riff drauf, ne? Treibende Strophen, hier auch das erste Mal höher gesungen. Ein simpler Refrain, auch wieder allein gesungen. Und wir haben einen melodischen Mittelpart mit einem Solo. Und am Ende verfällt das Stück in ein galoppierendes Mittempo. Ja, galoppieren kann man das so sagen. Eher marschierendes Mittempo, ja. Und das ist dann auch das Finale. Damit klingt das dann aus, ja. Also man hat hier auch so ein bisschen so Tempowechsel drin, hier und da. Dann kommt Stück Nummer 3, Hellish Hammer, beginnt mit einem Speed-Metal-Riff. Hohes Tempo, ja, klassischer Speed-Metal, leicht Thrash angehaucht, würde ich fast sagen. Wir haben allerdings bei Hellish Hammer, und das fand ich ein bisschen schade, keinen wirklichen Refrain, ja. Nichts irgendwie Mitsingbares, nichts, keine Hook, wenn man so will, im Refrain. Allerdings haben wir einen schönen Solo-Part, der sich im Mittempo wieder bewegt, im Gegensatz zum speedigen, sonstigen Sound des Songs. Und dieser Solo-Part wird dann aber schneller und das Solo läuft weiter rein in diesen Speed-Metal-Part. Ja, kann man so sagen. Und ja, am Ende haben wir dann nochmal mit im Mittempo ein instrumentales Ende. Dann kommen wir zu Stück Nummer 4, das ist Hard Ride, Black Sign. Beginnt mit traditionellem Heavy Metal im Mittempo. Dann wird es aber schnell und fast Thrash Metal-artig in den Strophen, also vom Stil her. Und das hält sich dann auch so bis rein in den Refrain. Der ist auch ganz okay, ne? Und auch hier, das Gitarren-Solo befindet sich wieder auf einem Mittempo-Solo-Part. Man nimmt das Tempo zum Solo hin wieder ein bisschen raus, ne? Dann kommt Stück Nummer 5, March of Vengeance. Das fand ich irgendwie ein bisschen unterhaltsam. Ja, es ist eigentlich kein richtiger Song. Beginnt mit Donnergrollen, dann hören wir ein hymnisches Riff, wuchtige, episch gespielte Drums, die nicht schnell sind, sondern eher so diese Epik halt haben. Ja. Und mittig, das geht 2 Minuten noch was, das Stück, haben wir eine kurze männliche Narration, also irgendwie eine Männerstimme, die uns da was erzählt. Und ich musste immer wieder denken an Manowar, Master of Revenge. Och, was für ein Zufall, Revenge, ja, nur in länger. Also es hatte wirklich die Stimmung, kennt ihr Master of Revenge, aus dem Album Fighting the World von 1987 ist das. Und so die Stimmung, die dieses kurze kleine Manowar Intermezzo damals hatte, wenn ihr das noch kennt, ja, die Stimmung hat auch March of Vengeance. Ja, fand ich gut, ich weiß nicht, war schön, ein kleiner, schönes kleines Zwischenspiel. So, dann kommt Stück Nummer 6, Fuel to the Fire, beginnt erstmal mit so ein bisschen Feuerlodern, ne? Und dann geht's rein mit einem hymnischen Intro-Riff, dann so ein bisschen galoppierend, marschierendes Mittempo und so, zieht dann aber an vom Tempo her und wird dann wieder treibend schnell. Und entsprechend sind dann auch Strophen und Refrain umgesetzt. Der Refrain hat auch so ein bisschen Gangshout-Style fast, ja. Also hier ist auch ein bisschen mehrstimmiger, finde ich, also so kam's rüber. Ja, war eine gute Speed-Metal-Nummer, die eher hymnisch anfängt. Du denkst erst, okay, jetzt kommt vielleicht doch mal ein Mid-Tempo-Hymnen-Song, ein Faustrecker. Aber nein, hier wird Vollgas gegeben. Es ist halt eben auch keine traditionelle Heavy-Metal-Band, sondern eine Speed-Metal-Band, die wir hier haben, ne? So, und dann kommt Ironside. So heißt der nächste. Ne, es hat nichts mit dem Schauspieler zu tun. Michael Ironside.
Beginnt wieder mit einem sehr heroischen Intro-Riff, und wieder geht es ziemlich schnell rüber in Speed Metal, in den Strophen dann, ja. Wir haben hier einen sehr simpel gehaltenen Refrain, kurz, schnell und knackig, ja. Und das trifft auch für den Song selbst zu. Der ist kurz, schnell und knackig. Ja, und abschließend gibt es Black Rides. Black Rides beginnt mit einem Bassline-Intro, dann ein kurzer Drumwirbel und rein in den Song, ja. Dann haben wir Speed Metal Riffs und der Song hat dann auch schnelle Strophen, schnelles Tempo. Der Refrain allerdings, ja, den fand ich wieder eher schwach. Es wird auch nicht direkt Black Rides gesungen, sondern Ancient Rides. Ähnlich wie bei Hellish Hammer hätte ich mir hier mehr erhofft, was den Refrain angeht. Ne? Damit sind Hellish Hammer und Black Rides so die uneingängigsten Titel, was den Mitsing-Effekt angeht. Ja, aber naja, gut. So, also, ach, komm her. Revenge. Trust in Metal ist ein solides Speed-Metal-Album, hat mir gut gefallen, war kein Fehlkauf. Ich finde, das Warten hat sich auch gelohnt. Und wenn man dann so diesen Oldschool-Exciter-Style Speed-Metal mag und auch auf diesen Oldschool-Sound steht, heute wäre ja vieles mehr möglich, ja, aber da pfeifen die hier halt ein bisschen drauf. Ja, dann ist das okay. Dann ist das ein nettes Album, finde ich, und ich mag sowas gerne manchmal hören, ne? Also. Macht euch selbst ein Bild, klickt unten mal an den Link, den ich euch da mit Sicherheit, ich werde bestimmt irgendwas da reinposten. Und dann, ja, könnt ihr euch das dann mal vielleicht mal anhören. Gut, das war meine Meinung zu Revenge Trust in Metal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr den mögt, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Dann, ich habe ja mittlerweile hier schon hin und wieder mal eine kleine Resonanz bekommen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, die kannte ich gar nicht, die Band, geil, ist genau mein Ding, danke dafür. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. Ne, euch Bands näher zu legen, die ihr vielleicht noch nicht kennt und wo ihr sagt, boah, geil, ist ja cool, da habe ich jetzt was Tolles Neues entdeckt und dann freut sich auch vielleicht die Band. Ne? So, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ja, wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.